90 Minuten. Dein Online-Fußball-Portal auf YouTube. Hey Leute, komme ich gerade rein hier, mach Sky Sport News HD an und höre auf einmal, Naldo ist verkauft. Oder wird verkauft oder war schon beim Medizincheck oder sowas gewesen, so ne, Alter. Ich konnte das gar nicht glauben. Ich gucke so aufs Datum, ich denke so, Alter, heute den 1. April oder was ist das jetzt echt deren scheiß Ernst, so ne? Der Charlie und der Ernst, die drehen sich gerade synchron im Grab um. So drehen die sich, so und so und sowas alles, so ne? Wie kann man eine Identifikationsfigur wie Naldo zum jetzigen Zeitpunkt, ne? Die Betonung liegt zum jetzigen Zeitpunkt bei Schalke 04 verkaufen. Die letzte Identifikationsfigur dieses Vereins verkaufen, verstehst du? Wo mindestens mehr als die Hälfte der Schalker-Fans sagen, so um Gottes Willen, das ist nicht mehr mein Schalke, Alter. Das ist nicht mehr mein Schalke. Man dreht dem nicht komplett den Rücken zu, verstehst du? Aber man ist einfach nur so das ist so wie so ein Bus, der einen überrollt, wo man dann wach wird und sagt so, boah, scheiße, was war das denn jetzt gerade? Ist das jetzt echt passiert, Alter? Ist das echt passiert? Ist da nicht schon genug Unruhe im Verein, dass man so einen wie Naldo, der eigentlich ein Bleiberecht auf Lebzeit haben müsste auf Schalke 04, dass man den jetzt so rausbittet, muss man ja fast schon sagen. So, man hätte ja auch sagen können, pass auf, Naldo, wir wollen ein bisschen umstrukturieren hier, wir geben dir jetzt diesen Vertrag bis 2020, ne, dann spielen wir nochmal eine schöne Viererkette. Er ist ja auch kein Schlechter, verstehst du? So, dann spielen wir noch eine Viererkette und dann lassen wir das Ganze auslaufen wie so ein Lied, was immer leiser wird, ne? Guckst das Ganze noch ein bisschen entspannt von der Bank aus an, so, weißt du, und dann machen wir noch ein schönes Abschiedsspiel, so wie es sich gehört. Das hast du dir verdient, Junge. Das hast du dir verdient. Alleine schon wegen dem 4:4, ja, muss ich nicht weiter darauf eingehen, hast du dir ein Bleiberecht auf Lebzeit verdient hier. Verstehst du? Ey, das ist absolut unglaublich. Nein, ist nicht. Ist nicht. Machen sie nicht. Ey, wirklich. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, dass ich das Gefühl habe hier, dass Schalke 04 hier Stück für Stück wirklich peu à peu auseinandergenommen wird und vor die Wand gefahren wird. Ja? Eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Schalke 04 wird hier wirklich systematisch vor die Wand gefahren. Ganz im Ernst, ey. Das ist der absolute Wahnsinn. Ey, nicht nur der Bergbau verabschiedet sich aus Deutschland. Schalke hat es wahrscheinlich falsch verstanden. Die gehen auch erhobenen Hauptes, mehr oder weniger. Ist auf jeden Fall der absolute Hammer, was da im Moment auf Schalke passiert. Ich sag euch ganz im Ernst, Heidel und Tedesco müssen weg. So schnell wie möglich. Ansonsten, RIP. R.I.P. RIP Schalke 04. RIP, Alter. Crazy, ehrlich, unglaublich. Hier, RIP, Alter. Komm, hier, für Schalke 04. Mach ich eine Kerze an, Alter. Ich drück euch die Daumen, dass ihr in der Bundesliga bleibt und dass ihr irgendwie die Kurve kriegt. Tedesco und Heidel müssen weg. Da drück ich doch viel mehr die Daumen, Alter. Hau rein, Jungs. Ciao.